Es ist mal wieder an der Zeit, ein Power-Level- und Größenvergleich des Gibbidi-Toilet-Charaktere zu machen. In den letzten Episoden gab es so krasse Sprünge in den Power-Leveln und auch in den Größen der Charaktere teilweise. Ich meine, was Titan Cameraman mit seinen Upgrades an den Tag legt, ist schon ziemlich wild, Leute. Deswegen schauen wir uns mal an, wie aktuell die Power-Level-Verteilung ist und wie groß die Charaktere eigentlich sind. Ich meine, wie groß sind diese kleinen Kameramänner? Wenn die 1,80 Meter sind oder so, dann wissen wir, wie groß die anderen alle sind. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Ich bin auch sehr gespannt, was wir hier uns heute ansehen. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Kuss geht raus für den Support, Freunde. Und wir schauen jetzt mal rein hier. Wir haben hier die Vakuumtoilette, Skibidi. Und hier haben wir... Oh! Sehen wir hier jetzt auch die Größenvergleiche? Warte mal. Warte, wie groß ist... Ja. 1,80 Meter. TV-Man, 1,80 Meter. Und er macht hier seinen Strahl. Aber das juckt ihn gar nicht. Okay, haben wir das sogar mit Power-Level-Vergleich gegen so eine Toilette oder was? Okay, das ist cool. Als nächstes haben wir Cameraman. Cameraman ist 2 Meter. Bro, chill. Warum so groß? Der hat natürlich auch keine Chance gegen diese Toilette. Das geht ja gar nicht. Dann haben wir hier nochmal Cameraman. Auch 2 Meter. Das ist diese andere Variante. Die wir da auch schon teilweise gesehen haben. Der ja auch manchmal diese Kanone auf dem Rücken hat. Mit seiner krassen Zielvorrichtung. So, wen haben wir hier jetzt? Aha. Giant Cameraman. 3 Meter ist der Bruder. Ah, der drückt jetzt schon mal gut einen raus, denke ich. Aber auch noch nicht. Ah, er zieht aber Leben ab. Er zieht Leben ab von der Toilette. Oh, hier Giant TV Man. 5 Meter. Yo. Der macht doch safe richtig Schaden schon, oder? Oder... Oh, Toilette weicht aus. What? Oh oh. Toilette fliegt jetzt. Und... macht auch den Giant TV-Man einfach platt. Okay. Wen haben wir hier? Lady TV. Die ist 2,03 Meter. Ist aber auch ganz schön groß, ne? Und macht aber auch gut Damage. Gut Schaden rausgehauen. Gegen die Toilette. Black Cameraman. Warte, nein, das ist der Kameramann mit der Kanone auf dem Rücken. Die er manchmal hat, ne? Haben wir schon gesehen. 2,03 Meter ist der groß. Und jetzt Titan Speaker Man ist 36 Meter groß. Unten links seht ihr auch immer das Power Level. Titan Speaker Man. Titan Speaker Man hat schon gut Power. Aber. Nicht genug. Nicht genug. Okay, Titan TV Man. 40 Meter oder auch Cinema. Mit seinen Krallen haut er hier rein. Und hat die Toilette. Hat er sie platt gemacht? Teleportiert sich weg. Oh, hier ist er. Titan Cameraman Ultra. Power Level. Habt ihr gesehen? Power Level. Maximum. Speed. Maximum. 50 Meter. Das ist der stärkste Titan, den wir bis jetzt hatten. Und der macht doch jetzt wohl diese Toilette nicht platt? Was? Das Ding lebt noch? Okay, jetzt nicht mehr. Ich wollte schon sagen, kann nicht sein. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Jetzt wird er hier von noch mehr Toiletten angegriffen. Ja, aber... Oh, keine Chance gegen, oder? Polizeiskibidi. Jetzt versuchen die... Jetzt versuchen die Schaden zu machen an Cameraman. Hier, Power Level. Ein so ein kleiner Balken. Das ist jetzt der Vergleich von den Toiletten, glaube ich. Die Toiletten werden jetzt am Cameraman gemessen. Am Giant Cameraman. Oder Titan Cameraman, besser gesagt. Moment, er zieht ihm 0,0 Leben ab. Einfach plattgewalzt. Er schmeißt hier... Oh! Die Bomben machen aber ein bisschen Schaden. Aber einfach... Hat ihn einfach ausgelöscht. So, hier haben wir Hybrid-Toilettenmann. Der springt hoch. Haut da ein bisschen rein. Aber...
Oh, auch mit seinem... Oh, der macht aber Schaden. Hat schon ein bisschen Damage gemacht, aber... G-Man Toilet Man? Wer ist denn G-Man Toilet Man? Ist das nicht einfach G-Man? Oh, hier die Hydra Skibidi Toilette. Die versucht ja auch ihr Bestes. Verteilt Kopfnüsse. Und übel mit ihrem Laser. Oh, Bruder, chill. Er haut einfach seinen Kernatem raus. Jetpack Skibidi Toilet. Power Level steigt. Aber auch das. Keine Chance. Keine Chance. Oh, die Toilette mit den Kreissägen, die fliegen kann. Die ist schon heftig. Die hat Titan TV-Man damals ultra viel Damage gemacht. Aber keine Chance gegen Titan Cameraman. Und jetzt wieder der Kollege. Der hat zwar eben schon mal kassiert, aber er kommt einfach wieder. Er benutzt ja auch seine Laseraugen. Aber... Boah... Kriegt einen auf den Kopf drauf. Plus den Atem. Plus diese Kernstrahlung oder was das ist. Und hier, oh, fliegende Kreissägentoilette. Aber, die wird er ja wohl fertig machen, oder? Hey! Wow, ich dachte kurz, das Ding killt ihn. Aber Cameraman muss jetzt erstmal repariert werden. Oh, was sind das für Toiletten? Was sind das für komische Toiletten? Was haben die für komische Farben? Was ist das, eine Hulk-Toilette? Hulk-Toilette und Taxi-Toilette. Die sind ja am Fighten, let's go. Oh! Hat ihn einfach eingesaugt. Aber wir haben hier so einen großen Cameraman. Der haut ab ins Hauptquartier. Und jetzt? Vielleicht wird hier jetzt aber auch der Titan Cameraman repariert. Der hat ja... Was? Hm, ja. Genau. Das habe ich auch gesagt. Oh, er will ihn verwandeln. Er will ihn auch stärker machen. Auch zu so einem goldenen Cameraman oder so machen. So wie die Toiletten eben auch golden waren oder so. Okay, da bin ich aber mal gespannt. Ja, die rühren hier irgendwas zusammen. Kriegt er hier mal irgendeinen Zaubertrank angerührt oder was das ist? Und dann schauen wir mal. Oh, er wird blau? Oha, er wächst auch. Und jetzt ist er viel stärker, oder was? Und das reicht? Geht er jetzt Toiletten mies verdreschen, oder was? Guck mal, da ist er am Start. Titan Cameraman ist auch wieder da. Augenscheinlich wurde der schon gut geflickt und repariert. Oh, kriegen die anderen jetzt auch alle so einen Trank? Ja, dann let's go. Alle kriegen hier jetzt irgendwas. Er kriegt hier Orange oder was das ist? So. Alle erstmal hier mit miesen Power-Ups. Let's go. Crazy. Ja, damit werden gleich die Toiletten aber anders rasiert oder was? So, er kriegt ja auch noch... Er kriegt jetzt gelb? Das, was wir eigentlich sehen wollten. So, hier mit gelb schon mal ganz wildes Level erreicht. Richtig gewachsen. So, die beiden hier auch noch. Einmal lila oder was das ist. Und einmal blau. Rein damit. Und die beiden auch hier. Power up. Power up of Doom.
Bin ich aber mal gespannt, wie die Kämpfe gegen die Toiletten dann aussehen. Wenn die jetzt nicht komplett dominieren, fühle ich mich gescammt. Warte, er... Er haut sich auch noch einen rein, oder was? Er wird auch noch viel größer dann jetzt, oder? Wie groß wird der? Boah, Alter, chill! Yo! TV-Man kriegt einen roten Trank. Er hier auch mieses Power-Up und hat das Gesicht da sogar drauf. Er ist turbo-happy und rot jetzt. Und was haben wir hier? Aber das ist doch Titan TV-Man. Warum ist er so klein? Er muss doch eigentlich viel größer sein. Hä, wieso ist Titan TV-Man so klein hier? In der Animation. Der Bruder ist doch eigentlich viel, viel größer. Das verstehe ich nicht. Wow. Auch Titan Cameraman, der ist doch eigentlich auch größer. Oder waren die anderen schon so groß? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Hauptsache, die werden jetzt alle stärker. Hä? Titan Cameraman ist erst geschrumpft. Und jetzt noch viel größer geworden. Warte, sehen wir die jetzt aber auch mal in Aktion, die Jungs? Mit ihren neuen Farben? Oder nicht? Okay, die benutzen ja alle ihren Strahl oder was das ist? Oder war das ein Kampfschrei? Wahrscheinlich war das ein Kampfschrei oder so. Na? Oha! Na, Cameraman hat ja aber einen reingekriegt. Ist jetzt sauer. Kriegt die Toilette auch noch einen rein? Der Cameraman kriegt auch noch einen rein von der Toilette. Oh. Als wenn er die Toilette einfach wegmessert. Bruder, chill mal. Und dann wird auch noch abgespült. Die Toilette wusste gar nicht, was passiert. Oh, jetzt ist er hier am Start mit einem Raketenwerfer oder was das ist. Okay, okay. Okay, okay. Machen hier einen Combo-Angriff oder was? Er lenkt ihn hier mit seinem Strahl ab und er kommt mit dem Schwert. Haut ordentlich einen rein. Oder können die ihn hier einfach abspülen? Easy. Entspannt. Und er... Oh! Schmeißt er jetzt eine Bombe auf die alle drauf? Ne, er schmeißt sein Schwert und... Die Toilette weicht aus, das ist gar nicht gut, Freunde. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Alter, wie viele Bomben hat er dabei? Oh, oh, er hat alle weggebombt. Ey! Was macht er? Aber, oh yes. Giant Cameraman hat ihn einfach gepackt und zu Boden geworfen. Let's go. Aber wir haben hier noch eine ziemlich große Toilette, die aus dem Hinterhalt kommt hier. Oh. Aber wir haben zum Glück Giant TV-Man. Der lässt sich das nicht bieten. Der benutzt hier seinen Strahl und... Zack, zack. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber, oh, was ist das denn? Avenger-Toiletten? Was sind das denn? Einfach die Avenger als Skibidi-Toiletten und die sind auch noch böse? Ich glaube ja wohl, es geht los. Iron Man Toilette gegen Titan Speaker Man. Ja, Bro, keine Chance. Einfach wegrasiert. So, das Ding wird einfach abgespült. Fertig. Titan Speaker Man ist hier jetzt auf dem Vormarsch auch noch gegen die Batman Toilette. What the hell? Ich hoffe, das macht auch genügend Damage. Sieht so aus. Easy, einfach Batman erledigt. Aber ich glaube, Thor und Hulk und so sind hier auch noch dabei. Das könnte noch problematisch werden für Titan Speaker Man. Ja, nee, Thor ist nicht dabei, aber Captain America. Einfach die Captain America Toilette. What the hell, man? Aber, okay, Captain America hat keine Chance gehabt, Bruder. Aber Spider-Man und Hulk. Da sieht das Ganze schon anders aus. Aber wir haben Titan TV, man. Der schmeißt hier mal sein Schwert.
Hat, oh, Spider-Man direkt erledigt. Und jetzt geht's ran versus Hulk-Toilette. Aber ob das... Oh. Ja, als wenn er den Hulk besiegt. Ich meine, es ist nur eine Hulk-Toilette, aber... Wow. Das war stark. Okay, die beiden sind jetzt ja auch am Start gegen irgendwelche Toiletten. Easy. Ja, moin. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Trump-Toilette. Oh. Gerade so noch ausgewichen. Das war knapp. Jetzt benutzt er hier seinen Strahl. Aber das juckt die Hydra-Toilette genau gar nichts. Die machen ihn einfach platt, Mann. Damn. Okay, aber wow. Zweimal Giant TV, man. Was hat er gesagt? Hab kein Wort verstanden. Aber ich glaube, die beiden werden jetzt erstmal aufräumen hier. Die benutzen ihre Strahlen. Die benutzen... Wow! Chill, ich sehe nichts. Wer gewinnt das? Die TV-Man. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Die haben mächtig einen rausgehauen. Hier ist diese andere Toilette. Ist das diese Vakuumtoilette? Ja, ne? Uff. Alter. Sogar die beiden TV-Men. Oh, wer ist er denn? Einfach so ein Kettensägen-Heinrich? Hey, wo kommt der her? Aber der war nicht in den offiziellen Videos, oder? Cameraman mit einer Kettensäge? Gab's sowas schon mal? Aber Titan Speaker-Man rettet... Wollte gerade sagen, rettet alle anderen, aber... Ja... TV-Man, Titan TV-Man macht das schon für sich selber. Mit seinen Klingen und Kreissägen an den Händen. Plus seinem Fernsehstrahl. Easy. Das ist schon ein krank gemachtes Video, ne? Muss man auch mal an der Stelle sagen. Ultra viel Fantasie hier drin, was hier so abgeht. Hier wird wieder so eine goldene Toilette verdroschen. Machen die denn hier Teamwork oder was? Yo, er kriegt erstmal ein paar Knie rein, wahrscheinlich, oder? Übel. Benutzt hier noch seinen Kamerastrahl. Aber. Oh doch, das reicht! Okay, stark. Easy. So, die sind hier auch am Kämpfen. Wird aber einfach vom Schwert niedergehauen. Alter, er kriegt ja auch noch einfach ein Knie reingeschmettert. Einfach so. Und die gehen jetzt ja auch in den Vormarsch rein. Aber... Nee, ja, die nehmen erstmal Rückzug. Wieso kämpfen die denn nicht, die Feiglinge? Jo, jetzt werden die beiden erstmal direkt von der Hydra... Von der Hydra-Toilette weggemacht. Und die... Oh. Jetzt werden die... Alter. Eingekreist von den Toiletten. Und komplett weggeschreddert. Üble Nummer. Eine Toilette steht wieder auf. Ein TV-Man steht wieder auf, meine ich natürlich. Hm. Und sagt den anderen Bescheid. Holt seine Freunde. Hat gesagt, kommt mit, Bruder, die waren fies zu mir. Und jetzt gibt's mächtig einen ins Fressbrett, oder was? Jo, oh! Diese Hydra-Toilette ist doch wirklich... Na? Funktioniert das? Ja, okay, easy. Hydra-Toilette schon mal besiegt. Let's go. Jetzt, ei... Oh, was? Einfach die Arme abgesägt? Jetzt alles in die Luft gejagt? Alter, diese Kreissägen-Toiletten sind echt brutal, ne? Muss man ja mal dazu sagen. So, jetzt hier... TV-Woman. Mit ihrem Superstrahl aus ihrem Fernseher. Zap, zarab. Kurzer Prozess. Easy. Let's go. Einfach mal... Oh! Was ist das? Mit irgendwelchen Riesenraketen am Schießen.
Jo, gibt einfach mal einen Kick rein, wahrscheinlich, oder? Auch noch mies einen ins Gesicht. Let's go. Auf easy. Ja, auch noch mal den Strahl. Alter. Ey, die sind doch viel zu stark. Was soll das denn? Wieso haben die überhaupt alle den Laserstrahl? Es haben doch eigentlich gar nicht alle Toiletten den Laserstrahl, oder? Einfach, jo, wahrscheinlich einfach einen Kopf ab, oder? Und da wieder fliegende Kreissäge. Oh, er benutzt die andere Toilette als Schild. Das ist smart. Sowas haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Oh, und jetzt ist hier nochmal Showdown, aber... Was, die Kreissägentoilette macht ihn platt? Okay, die Powerlevel sind schon wieder. Und Titan Cameraman schießt einmal rein und dann Game Over. Dann blockt er hier noch die Schüsse und... Das ist aber nicht stark genug. Nein, nein. Titan Cameraman löscht ihn weg. Let's go. Und das ist auch das Ende von diesem Video, Freunde. Also der Größenvergleich, richtig, richtig cool und mega coole Animation. Ganz anderer Stil als sonst. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne den Channel abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.